So Leute, da sind wir beim nächsten Video. Ich hab den nochmal dabei. Moin! Und wir gucken uns an Ursa Stompy gegen Doomsday. Warum liegt da Cards in Hand? Tatsächlich spielt Ferret relativ viel ja auch Webcam. Auf der Webcam. Genau, und deswegen hat er sich angewöhnt, am Ende seines Zuges immer zu sagen, was da, wie viele Karten er in der Hand hat. Ah. Damit der Gegner nicht nachfragt, wie viele Karten hast du noch in der Hand? Einfach nur, um es smooth abzumachen. Ja. Das ist eine ganz nette Idee. Ja. Im Live-Gameplay ist es fast schon mehr zeitaufwendig als alles andere. Ja, aber naja. Schauen wir mal. Da kommt das Matchup, kennst du? Ja, so ein bisschen. Ich habe ein, zwei Mal Doomsday gespielt auf X-Match, aber Dings habe ich da tatsächlich erst ein oder zweimal getroffen. Ich fand es aber echt nicht so geil. Ja, es ist halt auf der einen Seite mit Ursa Stompy halt ein Artefakt Chalice plus. Naja, also die Hauptkombo besteht ja aus Lion's Eye Diamond, einer Karte, die sagt, der Gegner darf keine Karten ziehen und jeder Spieler zieht 7 Karten. Also das Ions. Genau. Und auf der anderen Seite hat man natürlich dann ein Combo-Deck, was über Force und Discard und so weiter gehen kann. Mhm. Da kommt so eine Chalice auf 1 schon mal ganz gut. Frage ist, wie notwendig ist die theoretisch? Ja, relativ viel, weil das Ursa Stompy ist ja keine richtige Prison-Liste. Es hat ja auch keine Trinisphäre drin oder ähnliches. Es relied halt auf diese Combo-Turns oder eben die Chalice. Kannst du dir eine Chalice auf 2 überhaupt leisten? Chalice auf 2 ist möglich mit Ursa Stompy, so ist es nicht. Chalice auf 0 ist halt tödlich. Oh, da ist ein Da war eine Bubble mit einer Belfort Strix. Ja, das heißt, in der Doomsday-Hand ist eine Belfort Strix. Genau, doppelter Card Draw durch die Bubble. Sehr schön. Das macht doch Spaß. Ja, auf der anderen Seite, echt nicht zu 4 Mana. Das ist schon, das tut schon weh. Ja, da ist ein Echo of Eames und ich glaube nur Länder. Ja. Da ist ein Street Ref. Sieht auf beiden Seiten noch nicht so geil aus. Vor allem auch das rot-blaue Duel ist jetzt nicht so das geilste, was man haben möchte. Nee, man hatte auch, glaube ich, hat er ja gefetcht. Nee, bisher noch nicht. Nee, hat er nicht. Das ist das Ponder, der Street Ref und das Force. Das wird wahrscheinlich das Natural auf der Hand gewesen sein. Mhm. Das ist halt auch nicht so geil. Da will man eigentlich eher so ein Underground-Sea haben oder Badlands. Ja, genau. Vor allem, weil er auch noch wirklich die Belfort-Strix rumballern. Das Duress ist auf der Hand. Das sind nie alles schwarze Spells. Also, Also gerade ein bisschen Color Screwed, der Doomsday-Spieler. Ja. Doomsday-Spieler, Color Screwed, Ursa Stompy-Liste hat halt Stompy-Liste. Also es ist halt. Stompy-Listen haben halt nie wirklich Bock, anständig zu laufen, es sei denn, sie haben Bock, anständig zu laufen. Das ist dann machen die da doch auf Biegen und Brechen. Ja, und dann gehen die Steamrollen. Aber das passiert halt bei Stompy-Listen, gerade weil man ja auch durch die Chalice of 1 halt meistens in solchen Decks keinen Brainstorm sieht. Ja, das ist halt meistens der Fall, ne? Ist halt sonst kontraproduktiv. Ansonsten, wie gesagt, vom Matchup her, Doomsday braucht halt im Endeffekt auch nicht wirklich was. Solange Ursa Stompy keinen Druck hat, kann Doomsday von oben Doomsday runterlegen, wenn er genug Mana hat. Einfach also im Endeffekt, solange kein Ursa liegt oder kein Sai oder... Ja, ich glaube, Khan ist ein bisschen ärgerlich, weil man halt nicht über das Lion's Eye Diamond Kill gehen kann. Aber sonst... Ja, geht's eigentlich, ne? Da ist ein Fetchland, immerhin. Jetzt kann man fetchen und da kommt wahrscheinlich, kommt da was? Ja, ich denke mal, da kommt gleich noch ein Doris. Genau, man kann nicht auf Duels gehen, weil Ursa Stompy keiner Wasteland spielt. Es gibt keinen blauen Blood Moon. Nee, es gibt keinen blauen Blood Moon. Ich glaube, der blaue Blood Moon heißt in diesem Fall, wie heißt der Pirat? Nochmal. Der, eben im Deck-Tag. Wie Kevin jetzt sagen würde, schreibt das jetzt in die Kommentare. Die nachfolgenden Sendungen versperrten sich um wenige Stunden. Genau, oder halt die Narset oder ähnliches. Ja, die Narset, Oh, hier wurde Doomsday, genau, hier wurde jetzt Doomsday resolved mit Petal. Oh, Doomsday gekommen? Ja. Konter sind halt nicht drin, tatsächlich.
Ach, im Ursa-Zombie spielt die Liste keine Counter? Nee, im Sideboard maximal. Sag's im Sideboard, weil ich hatte schon mal Listen mit Force zumindest Mainboard gesehen, nee, aber ich weiß nicht, wie die sich mittlerweile entwickelt haben. Sehr, sehr wenig. Genau, hier Doomsday Pile ist halt meistens immer noch nicht so einfach. Hull Breacher. Ja, das wurde auch schon dreimal in die Kommentare geschrieben. So, wir hatten jetzt einen Petal, wir hatten die gute Tassas Orakel, wir hatten das Land zum Nicht-Konterbar machen. Mhm. Ja, wie gesagt, ein Screedraff und ich weiß gar nicht, was das letzte war. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Hier wird halt jetzt durchgeguckt, weil man sagt als Doomsday-Spieler halt dem Gegner halt nicht, was man jetzt in seinem Deck hat. Logischerweise. Das muss halt jetzt der Gegner selbstständig mit dem Exile. Jetzt ist halt die Frage, er wird wahrscheinlich das LED haben, ne? Nee, ich hab's nicht mehr gesehen, aber ich meine, es wäre im Pile weg gewesen. 1-2. Echo of Ians. Das wäre jetzt halt lustig, aber. Da kommt ein Days. Wenn jetzt natürlich so Lion's Eye Diamond into, das wäre halt schon cool. Das wäre richtig cool gewesen, weil man hier den Gegner hätte einfach sterben lassen. Weil der Gegner hat jetzt noch 5 Deckkarten, 2 Handkarten. 7 ziehen ist halt schwierig. Und ja, das geht ja genau klar. Und dann geht man halt in den Draw-Phase und verliert. Das ist ganz witzig. Und deshalb ist auch so ein Grund, warum Doomsday gegen Ursa Stompy höllisch aufpassen muss, was sie machen. Mhm. Aber der Vorteil, den sie natürlich haben, ist, sie wissen von Ursa Stompy, passiert fast alles auf dem Board. Ja, das stimmt. Aber tatsächlich, der Hull Breacher, gerade wenn du oben drauf die Draw-Sachen liegen hast, also und dass du quasi dich durchcycles, durch Edge of Autumn oder durch den Street Draft zum Drawn, kommt so ein Hull Breacher dann halt schon gut. Vor allem, weil man ja auch mit Doomsday einfach seine Leben halbiert. Ja. Was ja auch dazu führt, dass man halt ganz schnell mal so bei 8 bis 7 Leben ist, bei 6 Leben, bei 5 Leben. Jetzt bei 8 zum Beispiel. Ja. Und das kann halt ziemlich viel schnell tot sein. Mhm. Ja, gerade halt durch die, Street Draft da drin. Ja. Ein Forzis, zwei Da ist das Duris. Nicht so schlimm. Genau, da war dann der GAU. Jetzt ist halt die Frage. Kann man halt jetzt eine Chalice auf 2 machen? Oder man spielt jetzt einfach Irons? Dann kann man aber eine Chalice auf 1 machen. Ja, aber Chalice auf 1 ist nicht so relevant, glaube ich. Man braucht hier eine Chalice auf 2. Und dafür hatte man kein Mana mehr. Also so oder so, das Mana war halt die Sonde echt nicht auf der Seite von dem Stompy-Spieler. Beziehungsweise die hatte der Draw, weil ja. Ich glaube, das sind nur Länder auf der Hand. Nee, nur alles, was nicht Ding ist. Noch da hätte man fast Ions schon die Chalice auf 2 legen können. Genau, Chalice auf 2 wäre halt echt gut gewesen, aber die wäre halt auch geforst geworden. Und man konnte, egal was man von beiden spielt. Konnte nicht beides spielen. Ne? Konnte nicht beides spielen, weil man nicht genug Artefaktländer hatte tatsächlich. Und, weil der Mox nichts gemacht hat. Das ist eben der Nachteil zum Chromox zum Beispiel. Und man muss ja auch seine Artefakte einfach mal cracken für die guten Bubbles. Und ja, ansonsten, das war ziemlich knapp, weil man da jetzt noch schönes Ding auf 2 gehabt hätte, hätte das sehr, sehr schnell auch Ende sein können. Mhm. Ja. Und dementsprechend. Boarding. Ja, vom Boarding her, ja, Ursa Stompy kann halt Force reinnehmen. Ich glaube, die Version, die da jetzt gerade spielt, hat keine Force drin, sondern die. Ja. Defense Grids. Ah, ja. Was auch ganz okay ist gegen Doomsday, weil man selber nicht damit interagiert mit Doomsday im Instant. Und man so aber zumindest die ganzen Counter abschaltet von Doomsday. Ja, man schaltet die Counter ab und man kann selber seinen Hate spielen, das ist halt super. Genau, das Einzige, was halt ein bisschen nervig ist, ist halt mit dem Hull Breacher. Ja, genau. Der ist ein bisschen nervig. Der Pirate kostet dann halt 5. Ja. Nee, 6. Doch, 6 sogar, ja. Aber das ist schon teuer. Auf der anderen Seite, als Doomsday-Spieler, würde ich hier tatsächlich damit rechnen, dass der Ursa Stompy-Spieler Force reinnimmt und würde auch die Ding reinnehmen. Die Defense Grids. Und vermutlich noch Red Elemental Blasts. Weil ja. Es ist halt ein Grixis Doomsday und kein Bug Doomsday. Und dementsprechend schon ganz wichtig. Mhm. Oh, da kommt Stormzug. Ja, so ungefähr. Crack. Okay, Echo dann of Flashback, Echo of Ins. Surgical Extraction auf Pflasterstorm oder Echo? Ne, auf das andere Echo. Auf das andere Echo, ah. Ja.
Ja, okay. Wenn man gerade keinen Counter hat, ne, ist das halt die vernünftigste Variante. Genau, absolut legit. Ja, vor allem kannst du so dem Doomsday-Spieler halt voll die Hand versauen. Oh mein Gott. Ja, ja, genau. Also es kann halt jetzt ziemlich, ziemlich viel sein. Ich sehe, er hatte noch Doomsday, eine Surgical. Abrade. Ist noch eine Surgical. Da könnte man jetzt noch was Surgical. Das LED macht jetzt keinen Sinn mehr. Den Pflasterstorm. Pflasterstorm, ja. Wird hier auch noch gemacht. Nee, wird LED genommen. Das LED macht halt schon Sinn, weil es halt wieder mit reingemischt würde. Weil man hat, das macht das ja alles mit dem Echo of Eans auf dem Stack. Ja, aber das LED ist ja nur gut mit dem Echo of Eans wirklich, finde ich. Nee, es kann auch mit Khan sehr gut sein, weil du mit Khan einfach mal was rauszutouren kannst, in Response knacken kannst, was casten kannst. Stimmt, da kannst und du mit drei vergessen, genau, und nicht zu vergessen, man reduziert jetzt einfach auch die Artefaktanzahl im Deck. Was natürlich für Leute wie den Ursa, der ja sagt, man kann einfach ein Artefakt tappen für ein blaues, was man dann LEDs praktisch zum Moxen macht. Ja. Und ja. Auf der anderen Seite reduziert man jetzt halt das Deck um zwei Karten, die gegen Doomsday jetzt okay sind. Ja, aber man hätte hier schon gerne, glaube ich, einfach einen weiteren Turn gehabt. Man will das ja ein paar Mal cyclen eigentlich. Ja, stimmt. Und da ist das jetzt schon ein bisschen abhängig, ein bisschen glückabhängig, weil im Endeffekt startet man jetzt das Spiel neu und man weiß noch nicht, was kommt. Deshalb mal gucken. Da wurden uns so den Karten geflippt. Ja. Das sind zwei Ursa in der Hand. Ja. Schade, dass man jetzt keinen Mulligan nehmen kann. Ja, genau. Das ist halt genau der Punkt. Aber es kann halt auch dazu führen, dass der Doomsday-Spieler wenig spielen kann. Da ist nicht wirklich viel auf der Hand. Und auch viel Land vor allen Dingen schon wieder. Genau, zwei Cities, eine Seat of the Synod, also Sitz der Synode, zwei Ursas. Und ich glaube eine Narset, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, auf der anderen Seite hat der Doomsday-Spieler jetzt halt schon wieder richtig viele Leben verloren. Ja, das stimmt. Also von Leben her kann eine Walking Ballista ganz schnell ausmachen. Mhm. Ja, oder halt ein Hullbreacher, ne? Ja, also mit 13 Flash der Hullbreacher kann er auch sehr, sehr viel machen, natürlich. Vor allem, man muss ja auch mal überlegen, wann man das Doomsday spielen kann, weil je nachdem ist es dann halt schwierig. Ja, das kann ganz schnell mal in die Bots gehen. Genau. Und deshalb. Es ist halt auch interessant, was der Doomsday-Spieler, also was Ferret jetzt auf der Hand hat. Weil man keept die Starthände ja eigentlich so, dass man einen Plan hat. Es steht zwei Doomsday, einen Duras, einen Days und zwei Länder. Also eigentlich sieht das nach einer ziemlich guten Hand aus, tatsächlich. Ja, aber auch schon wieder so mit zwei Doomsday, da reicht eins. Ja gut, aber wenn man gegen Konterdeck spielt, kann man ein zweites Doomsday. Also eigentlich ist eine ziemlich gute Hand, tatsächlich. So, da haben wir Länder. Und dann haben wir Narset und, ja, die Narset muss gewinnen. Ja. Aber vorbei, der Dings macht halt auch ziemlich schnell kaputt. Ja, vor allem, wenn man das Days auf der Hand hat, was man ja gesehen hat. Mhm. Ja. Ich würde hier tatsächlich fast schon den... Man hat halt noch einen Duras, aber das kann man halt nicht noch absetten. Nee, leider nicht. Die Nase tatsächlich, ja. Genau. Ja, macht halt irgendwo Sinn, ne? Genau, dann kann man nämlich nächste Runde dann in das Ding, weil es muss jetzt der Ursa gespielt werden, das ist halt so. Ja. Ist die Frage, man crackt keine Bubble. Defense Grid. Yummy. Ja, kommt halt schon Days, ne? Ja. Also man hätte ja auch das Defense Grid spielen können, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich würde da auch erst den Dings spielen und dann halt... Man hätte halt für die zwei Mana mit den beiden Bubbles, hätte man die beiden für zwei Mana tappen können und dann das Defense Grid hinterher spielen können. Hm. Was eine sehr solide Strategie ist. Stimmt, dann ist ja automatisch das, was auf dem Board liegt, an Artefakten auch Mana. Genau, genau. Da kann man einfach ein LED halt einfach mal für ein Blaues tappen und ein Petal für ein Blaues, ohne dass man da Opfer hat. Ja, genau. Oder halt auch wirklich Bubbles für Judd Card Draw, für Mana. Deswegen, Ursa hat das Deck schon ganz cool gemacht. Das ist auch deshalb eine der namensgebenden Karten, obwohl es eigentlich eher so ein... Es gibt ja auch die Version, dass man sagt, es ist irgendwie so ein Echo-Stack oder so. Da kommt Dark Red. Und eine random Handkarte. Ja. Wenn jetzt das Doomsday gesehen wird, wird es natürlich schwierig. Ah, es ist nur das Duras. Ja, da zieht man jetzt aber auch drei Karten, wenn er abgibt. Ne. Wurde einfach knallhart vergessen. Nee. Drei. Mehr okay. Land. Mehr Mana. Mehr Mana. Ja, aber jetzt kann man halt um ein weiteres Days herumspielen, was ganz okay ist. Gerade mir das Artefaktland spielt.
Ja, aber der macht halt jetzt auch gerade gar nichts. Ne? Ja, man kann Defense Grid spielen, aber da kommt halt das Force. Das ist halt, also Doomsday hat halt aber auch in diesem Matchup jetzt gerade alles tatsächlich. Ja, das stimmt. Und so langsam gehen Ursa, Stompy halt auch die Fragen aus. Und das passiert im Deck sehr, sehr, sehr schnell. Also gerade wenn man keine Echos mehr hat. Wenn man Echos hat, kann man halt sehr schnell auch mal refillen, einfach Fragen stellen. Aber da jetzt ohne die Echos was zu machen, das ist schon sehr, sehr schwierig. Da wird das Duress gezockt. Genau, dann geht das. Kann man nur das Defense Grid nehmen. Dann Dark Red Doomsday. Geht man auf 5 Leben. Uff, das ist natürlich auch schwierig. Ja, bei so einer Hand eigentlich ziemlich okay. Also von Stompy. Ja, ja. Weil die 5 Leben sind relativ irrelevant. Ich meine, das auch für den Doomsday-Spieler ist schwierig. Also 5 Leben kriegt man je nachdem, wenn er den jetzt in der Runde nicht kann. Kann er nicht. Nee, in dieser Runde macht er nichts, aber bis er halt was in der Gegner zu macht, ist halt super irrelevant. Also ich weiß nicht, was da jetzt gerade schwierig ist, weil du ziehst ja einfach. Ja, er muss halt einen Pile machen, dass er in der nächsten Runde auf jeden Fall gewinnt. Ansonsten ja, das kann er ja easy machen. Er geht ja einfach hin und sagt, er nimmt, genau. Den Pile. Genau, Brainstorm, 2 Cycler, das nicht gekontert werden kann, Land und Ding. Ja, und dann das ist ziemlich, ziemlich gut. Go. Genau. Und da sehe ich jetzt halt auch nicht, wie da die Schaden reinkommen sollen von Ursa Stompy. Weil selbst mit einer Ballista, die bestimmt nicht Mainboard ist, würde man nicht auf 3 gehen. Was jetzt halt richtig geil wäre, wäre von der Top ein Hullbreacher. Hullbreacher wäre jetzt richtig nice, das ist korrekt. Weil der auch einfach den Brainstorm und den Cycle Pile sehr hart unterbrechen würde. Komplett, da wäre der tot. Ja, stimmt. Stimmt. Eine Handkarte. Der wäre halt eiskalt tot. Und ich glaube, die eine Handkarte war ein Discard, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Und was ist es? Das ist ein Pile. Ja, dann ist es rum. Wenn ich den Pile richtig noch in Erinnerung habe. Genau, Cycle für 2 Leben. Geht er auf 3, dann zieht er einen Brainstorm. Dann Brainstorm zieht alle 3. Dann legt er die und. Da muss er ja noch was zurücklegen. Ja, ja, genau, er legt was zurück. Aber er hat das Edge of Autumn. Genau, Edge of Autumn Cycle, er opfert ein Land und spielt Edge of Autumn im Cyclen und da hat er das Spiel gewonnen. Ja, 2-0 Doomsday, sehr, sehr, sehr cooles Spiel, sehr interessant. Das war überraschend. Aber da war auch sehr, sehr viel Pech von Ursa Stompy. Ja, da war ja fast nur Land auf der Hand. Aber es ist halt Stompy, da muss man halt ab. Doomsday kann halt um sehr viele Sachen herumspielen, das wurde auch hier schön gezeigt, wie viele Antworten Doomsday einfach für Dinge hat, wo man halt gar nicht weiß, dass man überhaupt Fragen dafür stellen kann. Ja, das stimmt. Gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.